Herzenszeichen. Der Sprung von Katil ist weg. Let's go with Direction. Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute ist es wieder mal kein Intro. Morgen oder am Wochenende, ich schätze eher mehr am Wochenende, kommt mein nächster Ball. Mein nächster Song raus. Jetzt nach der Reihe ball ich alle meine Songs raus, weil in die Ferien habe ich alle Beats produziert. Ja, meine Produzenten haben auch die Beats produziert. Low Shrock Beat bin ja ich. Also ich mache eher mehr das Mixing, das Mastering. Mein Produzent produziert halt die Beats und ich habe natürlich die Texte. Ja. Und jetzt nach der Reise wird es rausgeballert, dann gehe ich ins Studio. Diesmal das erste Mal im Studio, da werden auch dann Vlogs sein. Zeige ich euch auch dann, wo ich im Studio bin und wie es dort aussieht und wie ich es dort finde das erste Mal. Ja. Und jetzt reacten wir auf Belly Lab 2, die nächste Reaction Easter Safe. Wenn ihr noch nicht abonniert habt und Teil der Stay Addicto Space Music Family oder Stay Addicto Music Family oder Stay Addicto Gothic Family werden wollt, abonnieren und Glocke aktivieren nicht vergessen, dass ihr kein weiterer Reaction, Remix, Game und Song Video mehr verpassen wollt. Let's go. Das Song heißt Safe und Satellit werden wir auch dann noch dran nehmen. Okay, das hört sich eher mehr so wie ein nicht so trauriger Song an, sondern eher mehr wieder so ein Party-Song. Es hat schon coole Party-Songs gegeben, aber ich finde, es sind trotzdem ein bisschen zu viele. Aber sie haben auch gut wie Lieber Gott oder Pop, Purple Rain aufgehoben, solche Songs. Die halt auch dann halt aus der Promophase herausgehalten wurden, dass trotzdem das Album noch auf 1 gehen kann. Also von dem her, ich glaube, das Album wird auf 1 gehen. Oder auf 2, entweder 1 oder 2. Ich glaube aber eher mal 1 in den Albumcharts. Okay, ja. Die Nummer 1 in den Charts, da reden sie halt über ihren Erfolg. Sie liebt es im Bänder zu rasen. Er lacht durch die Straßen. Ich lass sie nicht zerbrechen, ich lass sie nur blasen. Para, para, wenn ich krieg nicht genug. Ja, ist halt so typisch. Aber trotzdem hat es auch geile Stellen gegeben. Gelle Benutz, voll Zeit mit dem Fraternenab. Akan, akan, bis die Winde nach dem Fahrrad gemacht. Ja, okay, es ist halt so typisch wieder mal. Wir gehen auf Summersport. Ja, typische Hook natürlich, typisch Hook. Also so hart kann ich den Song jetzt nicht feiern, weil es halt typisch, weil es halt jetzt kein cooler Tanzsong mehr ist. Also eher so ein typischer Kapital-Tanzsong, Dancehall-Song. Warum immer über Bitches? Immer reden sie über Bitches, egal. Ja genau, ich wollte halt nur sagen, ich habe ja schon so oft jetzt das Benny Lebt 2 Album, also das D6 Album gehört, dass wahrscheinlich ein paar Songs rausfliegen werden aus meiner Playlist und dafür werden halt neue Platz geschaffen. Ja egal, ich, cooler Einstieg finde ich von Samra. Geiler Vergleich und jetzt hören wir natürlich den anderen Track noch. Satellit, weil eigentlich deshalb mache ich die Reaction. Und morgen dann kommt ja Data Love sein Album heraus, also von Donnerstag auf Freitag kommt Data Love sein Album heraus und da kommen die nächsten Album Reactions heraus. Baus und Zuna habe ich noch nicht reacted, das wird vielleicht gemacht. Ich habe gehört, dass das ein Joker-Ding ist, also das heißt Kapital und Joker. Ich meine Kapital und ich meine Samra und Joker. So, jetzt so ein Joker-Ding wieder. Ja, bra, ja, bra, ja. Erstes Date, Bratan ist
ich hab Tee damit. Natürlich ist es so ein Joker-Ding, das feiere ich an Kapi. Und das nächste Album ist featuring Bowser, also das wird so ein Collab-EP. Und dann gibt es das, und das nächste Album wird dann nächstes Jahr, ein Joker-Album, ein reines Joker-Album. Rote Augen, Superman, Laserblick, Makarov, Ledermaus, Ledergriff. Geile Effekte auch mit dem Psss bei Laseraugen, also wirklich geiler Effekt. Cobra Biss, Donner Blitz, Lebergift. Einfach geil. Einfach nur geil. Einfach nur geil. Green, Brooklyn, bei Eule, Schreib, Tischler, Nebel. Hexe, Ekel, hey, zu Grete. Oh, die Erde. Okay, es ist jetzt. Am Anfang war es geil, der Einstieg. Aber das ist halt so ein typischer Joker-Ding auch wieder. Das ist jetzt kein. Also kein. Wie soll ich erklären? Kein. Besonderes Ding mehr. Ich bin gespannt, wie die Hook wird. Das ist geil, also dieses Leiter, wo Joker gesagt wird, das ist das Geile. Jetzt weiß ich auch, warum so viele bei Sofian und bei Mehmet das in die Kommentare geballert haben. Also das ist wirklich geil, die Hook fahren ist geil. Vor allem dieses Ruhige, wahrscheinlich wird es dann noch immer lauter und dann gibt es einen zweiten Teil, wo es laut ist. Geil, aber ich verstehe eine Sache nicht, warum sie nicht Hungerhund genannt haben, weil Hungerhunger hört sich geiler an, oder? Ja, geiler an. Aber diese Hook, solche Hooks liebe ich einfach, weil es eine Abwechslung ist, sind. Eine Abwechslung sind in den Alben. Ich bin heiß, alles um mich rum ist geil. Teledin, Hydrochlorin, sitz im Flieger, Full Speed, mit dem Blick auf die. Okay. Part hat mir nicht gefallen von Kapi, aber die Hook ist einfach einmal anders krass. Und die Summers Part hat mir ein Stück besser gefallen als der von Kapi. Aber nichts gegen Kapis Part, der war auch gut, aber nicht so geil wie Summers Einstieg Part. Das ist ein Stück von Summers Part. Du fix Mutter sowieso! Dickstein Domino! Geile Line, du fixst so Mutter sowieso und das ist geile Line. Also geile Line. Es ist war jetzt kein Unterschied mehr, also nicht mehr Unterschied im Beat, aber sonst geile Lines. Das sind tausendmal ein Milliliter. Gib mir endlich meine Scheißkippe wieder. Ich hab ADHS. Ich hab ADHS, sagt er einfach mal so, gib mir einfach wieder meine Kippe wieder. Okay. Sambra, kriegst Tabletten und dann ist ADHS weg. Ich bin Was hab ich da gesagt? Der Einstieg von Kasamas Part war auch geil, aber die Hook finde ich einfach geil als die zwei Parts. Ist so. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr besser gefunden habt. Die Hook natürlich sicher. Und welchen Part ihr besser gefunden habt. Ich habe beide gleich gefunden. Diese Hook ist einfach zu krass.